Ja, eine andere nette Mail habe ich erhalten und da ging es um die innere Stimme. Das ist das, was ich den inneren Kompass nenne auf meinen Workshops. Und ist eigentlich so ziemlich das Einzige, wenn ich mal weggehe von Techniken etc., was ich meiner Erfahrung nach brauche in meinem Leben. Nämlich einfach dieses Gefühl, das da ist, im Herzen zu spüren, was für mich richtig ist und was nicht. Und es ist gut möglich, dass sich das von allem unterscheidet, was andere dir erzählen, was in Büchern steht, was Traditionen sagen, was Lehrer sagen, was die Tageszeitung sagt, was auch immer. Und das spielt auch keine Rolle, sondern deine innere Stimme oder dein innerer Kompass. Ich stelle mir immer vor, dass, oder verbinde damit, dass es meine eigene Wahrheit ist. Meine Wahrheit. Von niemand anders, sondern einfach das, wer ich bin. Also auch wer ich in diesem menschlichen Körper bin. Wer dieser Körper ist oder wer, was diesen Körper beinhaltet, beheimatet. Und auch nur darüber, dass ich bin und dass du bist und noch ganz viele Menschen sie selbst sind, gibt es ja überhaupt diese Vielfalt und keine Gleichschaltung von wir sind alle gleich und machen das Gleiche und denken das Gleiche. Ja, dann wird die Gesellschaft auf jeden Fall nicht so funktionieren, wenn alle nur noch Brötchen backen würden oder wenn alle nur noch Mathematiker wären oder wenn alle hochsensibel wären. Wobei, da bin ich mir nicht so sicher. Ja. Und für mich gibt es da zwei Sachen in Bezug auf die innere Stimme. Entweder ich höre und bin damit in Kontakt, was gerade für mich ansteht. Ich bin im Kontakt mit mir selbst und spüre, was mir gerade gut tut. Dann kann ich dem folgen und danach handeln. Oder ich bin es nicht. Und das Einzige, was dann Sinn macht, ist innezuhalten. Eben wie in einem der anderen Videos habe ich gesagt, das Beispiel mit dem See. Dass wenn Wellen an der Seeoberfläche sind und du willst den Grund sehen, weil da das ist, was diesen See ausmacht in der Metapher, weil da die Karte ist, nach der du weißt, was jetzt ansteht, was richtig ist, dann ja, da bringt es nichts, irgendwas zu versuchen, um den See zu beruhigen. Also irgendein Wellenglättungsgerät zu erfinden und damit irgendwas zu machen. Das sorgt ja für nur noch mehr Turbulenzen. Sondern das Einzige, was Sinn macht, ist, damit da zu sein und zu warten, bis sich der See wieder beruhigt hat. Das heißt, ja, mit dem Wind aufzuhören. Also in dem Fall ist dann der Verstand eher der Wind, der die Wellen bringt und den See erstmal überhaupt aufwirbelt. Und die Aktionen, die nicht aus dem Herzen sind, die wirbeln den See noch weiter auf. Das heißt, das Einzige, was bringt, ist, damit aufzuhören, wenn es gerade möglich ist, und wieder da anzukommen in der Stille. Dass es möglich ist, bis auf den Grund des Sees hinunterzublicken. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, aus dem Herzen heraus handeln oder aus der inneren Mitte. Dann ist es nämlich auch so, es fühlt sich nicht nach Bewegung an oder nach Handlung. Dann geschieht es aus dem Flow heraus. Aber es ist nicht so, als ob du was mit viel Aufwand machst, sondern es passiert einfach. Also je entspannter du darin bist, desto müheloser passieren die Sachen einfach von ganz alleine. So zum Beispiel wie diese Videos zu drehen. Ich sitze hier einfach und es spricht. Es kommt einfach durch mich durch, aber ich versuche nicht ein Video zu drehen. Das Einzige, was ich gemacht habe zum Initiieren, war zu spüren heute Morgen, okay, es steht an, Videos zu drehen. Also es hat mich dahin geschoben, wortwörtlich. Ich hatte schon gestern, dass ich dachte, oh, eigentlich wäre jetzt Video drehen schön. Und das Gefühl wird einfach immer stärker und stärker und stärker. Und jetzt sitze ich hier. Also ich hatte gar keine andere Wahl. Es kommt ganz tief aus meinem Herzen, das zu machen. Es gibt mir eine ganz tiefe Freude. Ja, aber vorher war, ja, ein paar Tage vorher war es so, dass ich dachte, ach, drehe ich mal wieder ein Video. Und es ist nichts dabei rausgekommen. Ich habe es dann gelöscht. Da wollte ich vom Verstand her ein Video drehen. Es hat nicht funktioniert. Ja, und auch, ja, wenn du mal zu einem meiner Workshops kommst, was mich sehr freut. Da ist meistens das, was ich als erstes mache, eine kleine geführte Meditation, wo es darum geht, eben in deinem Herzen anzukommen, bei deiner inneren Stimme. Und ich sage dann auch immer, dass, ja, dass das Einzige für diesen Tag, was wichtig ist, oder das, was wirklich am wichtigsten ist, ist, folge deinem Herzen, folge deinem inneren Kompass. Egal, was ich sage, egal, was die anderen Workshop-Teilnehmer sagen, egal, was Leute draußen sagen, folge dem, was dein Kompass sagt.
Und für mich ist das jedes Mal eine riesige Erleichterung, weil gerade früher war es so, dass dann noch ja so eine gewisse Erwartungshaltung teilweise mitschwang oder auch mitschwingt. Ich gehe zu einem Workshop und erwarte, dass was mit mir gemacht wird. In die Richtung geht das grob. Ich kenne es auch von mir. Und immer wenn ich das dann gesagt habe in der Meditation, habe ich gespürt, dass es mich plötzlich total entspannt, dass ich merke, ich kann viel mehr bei mir ankommen, in mir, in meiner Verantwortung, weil ich mitbekomme, jeder Teilnehmer kommt wirklich noch mehr bei sich an und erlaubt sich gerade selbst für sich verantwortlich zu sein und dem zu folgen. Und ja, das sorgt auch dafür, dass, also es ist für mich auch so ein Sicherheitsnetz, dass es nicht passiert als Dynamik, dass es so ein Lehrer-Schülerspiel wird, sondern dass es wirklich eine Begegnung auf Augenhöhe ist. Weil ich einfach nicht weiß, also was für dich gut ist, was für jemand anders gut ist, das kann niemand wissen. Wir können darüber in Kontakt kommen, ja. Und wir können darüber in Kontakt kommen, was wir beim anderen wahrnehmen, was wir uns vorstellen, was da ist, was uns vorkommt, wo was vielleicht nicht klar ist oder wo was strahlt. Aber letztendlich weißt nur du, was gut für dich ist. Nur du ganz allein. Egal wie erleuchtet oder was für eine Autorität die Person hat, die vor dir sitzt und dir irgendwas sagt, das ist ein Blödsinn. Und das ist was, was wir, glaube ich, nicht unbedingt lernen als Kind in dieser Gesellschaft, über unser Leben, unserer inneren Stimme zu vertrauen. Sondern eher, dass es gut ist, sich anzupassen und dem zu folgen, was andere einem sagen, was man machen soll. Gerade in der Schule zum Beispiel. Oder auch später im Job gibt es dann einen Chef. Oder die andere Rolle, du bist vielleicht der Chef und du sagst anderen, was sie tun sollen. Also es gibt auf beiden Seiten so ein Gefühl von Pseudosicherheit. Das ist so ein Spiel von, ja, fühlt sich komisch an. Kannst ja mal reinspüren, aber diese Dynamiken von, boah, da weiß es jemand besser und jemand sagt dir, was du tun sollst. Ja. Ja, ich will gar nicht näher drauf eingehen. Sondern das, was schön ist, ist, wenn Menschen in ihrer Verantwortung sind und sich damit begegnen. Und es ist nicht unbedingt leicht. Es kann alle möglichen Gefühle hochbringen. Aber es ist letztendlich wahr. Es ist Liebe. Es kommt aus dem Herzen. Und ja, wenn da eine Bereitschaft dafür da ist, auf beiden Seiten oder auf allen Seiten, dann ist es wunderschön, dann kann sich das Leben einfach entfalten. Ja, das zu diesem Thema, innerer Kompass. Ich freue mich wie immer über Kommentare, auch über weitere Videoideen oder Videothemen, über Fragen. Und wünsche dir einen ganz schönen Tag und natürlich die herzliche Einladung zum Workshop, wenn du dabei sein willst. Steht alles auf meiner Website. Alles, alles Liebe.